einen neuen Blog. Eigentlich wollte ich erst morgen anfangen zu bloggen, aber irgendwie hat sich das jetzt so ergeben, dass ich jetzt doch heute schon anfange. Ja, es ist gerade auch schon abends, also ich war vorhin nochmal lernen mit Lara. Wir haben uns einfach wieder ja, an den Inn gesetzt und sind ein paar Sachen durchgegangen, weil morgen ist die letzte Prüfung. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie glücklich darüber ich bin, dass morgen einfach die letzte Prüfung ist. Also ich habe noch 3 Hausarbeiten, aber ja, irgendwie bin ich einfach froh, wenn es abgehakt ist. Und bei den Hausarbeiten, also wetten, dass ich in einem Monat oder so mich auch beschwere bei den Hausarbeiten. Aber irgendwie habe ich halt so das Gefühl, dass ich bei den Hausarbeiten mir das selbst einteilen kann. Und es auch mal nicht so schlimm ist, wenn ich mal einen Tag nichts mache oder so. Und keine Ahnung, bei Prüfungen, das stresst mich einfach immer extrem. Deswegen bin ich jetzt einfach nur froh, ja, wenn es vorbei ist. Wenn ihr meinen letzten Vlog gesehen habt, habe ich ja auch erzählt, dass ich das auch merke, dass sich das einfach voll auf meinen Körper auch ausbreitet. Also der Stress. Zum Beispiel bin ich letztens aufgewacht und mein Auge war einfach komplett angeschwollen. Und ich habe mir jetzt dann auch eine Salbe geholt und jetzt ist es auch wieder besser. Aber ich finde es einfach jedes Mal so krass, dass sich der Stress einfach so auf den Körper auch bemerkbar macht, weil ich werde auch voll auf nach der Klausurenphase erstmal krank. Ich hoffe einfach mal, dass es dieses Mal nicht so ist. Gerade habe ich mir auch noch Abendessen gemacht. Es gibt Nudeln mit Pesto. Wer hätte es gedacht? Ich habe aber dieses Mal so ein neues Pesto. Und zwar Basilikum Rucola. Ja, ich wollte eigentlich wieder das Vegane kaufen, weil ich das einfach von der Konsistenz her mega lecker finde. Aber irgendwie haben die das nicht mehr. Also vielleicht haben die das aus dem Sortiment genommen oder so, weil ich habe schon öfters danach gesucht und irgendwie habe ich es nicht gefunden. Ja, keine Ahnung. Aber das schmeckt auch ganz gut. Und dazu habe ich mir noch einen kleinen Salat gemacht, weil heute ist es einfach wieder so extrem heiß. Also eigentlich gar kein Klausurenwetter. Es ist echt so traurig, weil man sieht halt voll viele Leute, die einfach Urlaub hier machen, also in Passau. Und dann kommt man voll in Urlaubsstimmung und so und man denkt sich so, toll, ich muss lernen. Aber ja, morgen ist es ja zum Glück rum. Genau, und da freue ich mich schon so extrem drauf. Könnt ihr gar nicht irgendwie gerade merken oder so. Aber ja, ich werde jetzt essen, ein bisschen Serie schauen, ein bisschen abschalten. Und dann habe ich mir gedacht, so um 9 Uhr oder so lese ich mir nochmal so ein paar Sachen durch. Und dann gehe ich auch so um 10:30 schlafen, dass ich morgen fit bin. Es ist einfach vorbei. Oh mein Gott, ihr glaubt nicht, was für eine Last gerade so von meinen Schultern fällt. Ich schaue gerade mega fertig aus. Es ist auch so warm draußen, also man konnte sich so kaum konzentrieren. Und mir ist gestern auch so was Dummes passiert. Ich habe echt überlegt, ob ich es erzählen soll, weil also es hört sich schon echt mega komisch einfach an. Ich habe heute Nacht auf jeden Fall so krass geträumt. Ich weiß gar nicht, anscheinend halt, keine Ahnung, weil ich mir schon Gedanken so wegen heute gemacht habe. Und dann habe ich einfach meine Decke quer durch den Raum anscheinend geschmissen oder was weiß ich. Die lag auf jeden Fall da drüben. Und dann bin ich auch noch aus meinem Bett gefallen. Also ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ich bin einfach aus meinem Bett gefallen. Und eigentlich habe ich gedacht, dass das nur Kindern oder so passieren kann. Aber keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Anscheinend lag ich halt irgendwie voll nah an der Bettkante und habe mich halt im Schlaf so umgedreht und bin dann einfach aus dem Bett gefallen. Und dann bin ich auch noch so blöd rausgefallen, dass ich auf meinen Kopf sozusagen gefallen bin. Und jetzt ist mein Nacken hier, ja, irgendwie tut er halt ein bisschen weh und ich kann meinen Kopf nicht richtig so zur Seite drehen. Und dann habe ich auch noch meinen Rücken anscheinend angehauen an meinem Bett. Also ich kann euch echt nicht erklären, wie das passiert ist und wie ich genau gefallen bin. Aber ja, ich war dann halt voll aufgelöst in der Nacht, weil ich halt Angst hatte, dass was Schlimmeres ist. Und wegen der Prüfung halt auch. Ich meine, das ist ja richtig scheiße, sorry für das Wort, wenn ja man halt einfach nicht irgendwie seinen Kopf bewegen kann. Und was wäre jetzt gewesen, wenn ich nicht nach unten hätte schauen können, so auf die Prüfung, auf den Tisch oder ich weiß nicht. Es war halt einfach, ich war so aufgelöst in der Nacht. Und könnt ihr euch ja vorstellen, dass ich nicht mehr so gut schlafen konnte und ich war eigentlich mega fertig heute früh. Und ja, dann habe ich halt Schmerzmittel genommen und bin halt trotzdem zur Prüfung und habe mein Bestes gegeben und hoffe jetzt einfach, dass es ja gereicht hat und ganz gut war.
Und wegen der Note mache ich mir jetzt nicht so einen Stress, dann, wenn es halt jetzt nicht so eine gute Note ist oder so, dann verbessere ich halt einfach nochmal. Weil man darf ja dreimal verbessern. Ich hoffe, ihr denkt jetzt nicht, ich bin irgendwie völlig bescheuert oder so, aber ich weiß irgendwie selbst nicht, wie das passieren konnte. Und ich habe auch noch niemanden gehört, so, der gemeint hat, dass er aus dem Bett gefallen ist. Ich weiß nicht, was ich da geträumt habe oder so. Aber heute früh habe ich halt auch erst gedacht, dass es ein Traum war. Mega komisch und sehr klar, dass es dann so vor der Prüfung passieren muss. Und ich hoffe, dass es jetzt nicht so schlimm ist, weil nächste Woche will ich halt auch mit meinem Bruder und mit seiner Freundin in den Europapark und so. Und da habe ich mich auch schon mega drauf gefreut. Und ich hoffe einfach, dass ich dann keine Nackenschmerzen mehr habe. Ich habe auch überlegt, ob ich jetzt noch zum Arzt gehe, aber ich weiß nicht, so schlimm ist es jetzt, glaube ich, nicht. Und wenn ich in 2 Tagen noch Schmerzen habe, also da bin ich dann ja auch wieder zu Hause, dann gehe ich einfach zu Hause mal zum Arzt und lass auf jeden Fall mal drüber schauen. Aber ich glaube, es ist halt jetzt einfach ein bisschen überdehnt. Und ja, naja, mega blöd auf jeden Fall, dass das passiert ist. Irgendwie, wenn ich jetzt darüber nachdenke, muss ich ja auch nur lachen. Aber gestern war ich ja dann richtig aufgelöst. Ja, jetzt chill ich auf jeden Fall noch ein bisschen. Ich mache mir wahrscheinlich auch noch was Kleines zu essen. Ich habe mich jetzt ein bisschen fertig gemacht. Ich hatte gerade noch ein kleines Zoom-Meeting von meiner Seminargruppe aus. Ich habe das vorhin voll vergessen irgendwie. Und dann habe ich die Nachricht von meinem Kalender bekommen. Ja, in 2 Stunden triffst du dich über Zoom mit deinen Seminarteilnehmern und erstellst die Gliederung. Und ich so, ja, aber das haben wir jetzt gemacht. Haben die Gliederung erstellt für die Hausarbeit. Und ja, jetzt ist das auf jeden Fall abgehakt und genau, jetzt ist 4 Uhr und die Lara kommt gleich und dann essen wir ein Eis und setzen uns irgendwie an den Inn wieder. So wie jeden Tag, bloß diesmal ohne Lernen. Willst du nicht mal Hallo sagen? Okay. I never told ya. Ooh, ooh, ooh. Does it end like that? Drama, drama, lover. You're bad for the other. Yeah, it's drama that you love her. You're perfect for each other. Won't you keep it to yourself? You're bad for my health. When I said go to hell, I didn't think you'd come back with somebody else. I never told ya, ooh, 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 that hurts so bad.